Ja. Hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computers. Der Laptop ist wie angesagt. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier den Laptop nehme und das Display ein bisschen hoch mache? Ach, dann sieht man das auch da drauf. Das ist auch nicht schlecht. Das Problem ist nur, umso schlechter sehe ich das hier. Das kann ich leider nicht machen. I'm sorry. So. Sonst könnte ich das ja so machen, beides abfilmen, aber ich kann es einfach nicht mehr gut genug sehen. Hier, das ist der Task R40. Der hat 40 MHz. Bei den Einstellungen, also nicht bei Options und so wie im Menü, sondern bei den Einstellungen auf das Zweifache, gut 2.01, genau 2 habe ich nicht geschafft, ist dann auch 80 MHz. Ich müsste mal ganz kurz gucken, ob die Zeit... So. Ob die Uhr normal abläuft. Okay, ich muss jetzt irgendeinen Nicht-Theoriezug machen. Ne, die Uhrzeit läuft okay, läuft vollkommen normal ab. Das ist überraschend. So, 10 Minuten hat er noch eingestellt. Menü. Muss ich ganz kurz mal gucken bei Game. Die Zeiten sind da noch drin. Warte mal, bei Settings, okay. Offensiv, ist alles noch drin. Trotz Reset, Expert, Offensiv. Ich weiß gar nicht, ob er mehr Einstellungen hat hier. Ich glaube eigentlich weniger. Es ist ein anderes Menü. Ich hangel mich quasi von Menü zu Menü. Also wenn ich bei Game, also sagen wir eher bei Play, mit der, also quasi, das wäre quasi der nächste Cursor-Taste. Rechts drücke, da komme ich ins nächste Menü. Wenn ich dann auf Level gehe und nach rechts drücke, komme ich ans nächste Menü. Wenn ich auf Menü drücke, bin ich hier. Ich kann mit Enter auf Analog oder Digital machen. Und die Schachuhr. Was ein bisschen irreführend ist, finde ich, dass man auf der Verpackung, das war sogar vom Genius exklusiv, man könnte das Teil, also das vom Genius sogar als Schachuhr verwenden. Vermutlich, wenn man Spieler gegen Spieler macht. Also, hier wäre es, glaube ich, ein netter Gag, wenn man dieses Gerät komplett ohne Brett machen könnte. Und dann würden die Knöpfe Sinn ergeben. Dann wäre das quasi eine ganz normale Schachuhr. Man macht 10 Minuten, so wie hier, macht seinen Zug und drückt dann diesen Button. Der Gegner seinen Zug und drückt diesen Button. Quasi wie der Task R30, weil das sieht auch wie eine ganz normale Schachuhr aus. Das ist ungefähr. Da sind oben drauf auf jeden Fall zwei Knöpfe und das... hat er nicht so sehr, weil dann würden diese beiden Knöpfe ja einen Sinn ergeben, wenn man das als Schachuhr nehmen könnte. So, überlegen wir mal los, wen gebe ich denn was? Ich mache mal hier Play. Er kriegt hier die weißen Steine der Task R40 mit 40 MHz, beide auf Offensiv übrigens. Französisch, und das ist Offensiv. Okay. Ist mir jetzt was Neues, dass man das spielt, wenn man Offensiv spielt. Aber wenn die das so meinen hier, E5. Das Blöde ist so ein bisschen, die Lampen, die flackern noch ein bisschen schwach hier. Aber das ist natürlich episch. Also ich kann das gut erkennen. Beim Genius kann man übrigens einstellen, wie stark die leuchten. Das geht beim The King Element komischerweise nicht. Vielleicht damit sie so ein bisschen ihre Alleinstellungsmerkmale haben. So, entweder das war aus dem Buch oder ich habe gepennt. Mal, irgendwas ist jetzt passiert hier. Ach, da leuchtet wieder mit seiner Dame auf. Also es wäre nicht schlecht, wenn man hier die Intensität auch einstellen könnte. Springer C6. Springer F3. Ja, Dame G4 ist wirklich eine ganz aggressive Nummer. Springer E7. Er möchte natürlich nicht den G7-Einschlag zulassen. Was ist das denn so gut, was der da macht? Das steht auch nach C3, Move C3. Jetzt sehe ich das erstmal. Okay. Springer F5 oder so ein bisschen den Bauern decken. Vielleicht Läufer D3, G6. Und damit ist Task R40 aus dem Buch. The King 2.5. Also ich sehe nicht, dass er irgendwie schneller abläuft. Der läuft mit einer ganz normalen Geschwindigkeit.
also die sekundenmäßig hier. Das ist eigentlich ganz gut, weil wenn man den vorher beschleunigt hat, diese Emulatoren, dann lief die Uhr schneller ab. Das heißt, wenn man 200% gemacht hat, dann hat man gerade da quasi seine 10-Minuten-Partie in 5 Minuten gespielt. Das war so ein bisschen das Problem. Dame H3, will er G4 ziehen. Also dieses G7 schlagen droht ja nicht mehr. Ihr könnt jetzt theoretisch, aber wohin? Ihr könnt auf D4 schlagen, zum Beispiel. D4 schlägt, das will ich mir eventuell überlegen. Und dann, ja, was will er jetzt machen? Mit Springer nehmen, Springer steht, man muss ja irgendwann der Bauer nehmen, könnte das Läuferschach. Und dann ist das auch okay für Schwarz. Er macht jetzt hier D4 schlägt. Also das ist einer der schöneren, also der schönsten Emulatoren, die sind eigentlich alle klasse. Also das Brett, wenn ich mir das so ansehe, das erinnert ein bisschen an den hier. Der Rand ist dünner. Zumindest was ich hier sehe. Also diese Umrandung, die ist bei dem Task Chess System schmaler. CD4, was macht er jetzt? Nein, ich gucke völlig falsch. Move G4. Meine Güte. Ich gucke vollkommen auf die falschen Stellen hier. Was macht der Springer E7? Läuferschach kann er ja wohl vergessen. Und C3 schlägt ja nur für Wahnsinnige. Und dann auf F5 schlägt, B2 schlägt und dann F5 schlägt zu machen. Das wäre nur für total Wahnsinnige. Move CD4 schlägt. Dame B6 könnte man sich überlegen. Die greift doch von hier aus den Bauern hier an. Der Läufer kann aber nicht ziehen, weil er fallen würde. Die Dame kann auch nicht so gut rüber. Also was will er machen? Läufer B5. Dame B6. Also ein bisschen inkorrekt. Springer C3. So, Springer C3. Ist schon ein schöner Schachcomputer. Das ist so im Geist, erinnert das schon daran. Auch diese Holzumrahmung hier mit dem metallenen Element hier, das erinnert schon so stark und auch ja, recht stark an ihn. Nur er hätte die Knöpfe oben drauf, die beiden, für diese Schachuhr quasi. Vielleicht hätte man das ja angedacht, diese Knöpfe als Schachuhr zu nehmen, dass man das komplett losgelöst vom Brett nimmt und dann, als hätte man eine Schachuhr halt. Wäre nicht schlecht. Ja, das Irritierende wäre natürlich nur, bei einer Schachuhr hat man natürlich die Zeiten links und rechts und nicht oben und unten. Das wäre so ein bisschen das Irritierende da dran. Sekunde. Move Läufer E3. Oder man würde das Gerät ja sowieso seitlich davon stellen. Also nicht, dass es oben steht, sondern so von der Seite. Und dann hätte der eine auch seine Zeit oben und seine Zeit unten. Dame B2 schlägt. Turm C1. Er deckt jetzt den Springer ab. Hier auch sehr viele Infos. Das hier links ist Stellungsbewertung und was er berechnet. In der Mitte sind die Schachuhren. Und rechts ist eine Notation. Das ist quasi, eine Notation ist quasi wie das hier dargestellt. Nur immer hat er 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier ein Ticken weniger. Und wenn ich dann hier einen noch weiter mache, dann ist das, was hier links steht. Das ist aber da in Infos hier erheblich mehr als bei ihm. Er steht nur 0,2 von 0,5 plus 0,07. Und hier hat man doch erheblich mehr Infos. Die Stellung, die Position, die er berechnet, das sehe ich da zum Beispiel nicht. Wenn ich hier irgendwas mache. Ach, sogar so ein. Ich sehe sogar, wenn ich die Falltaste rechts mache, dann sehe ich sogar ein kleines LCD-Schachbrett. Nur, dass die Figuren schon erheblich schöner sind als die beim Genius Pro. Läufer D2? Move Läufer D2. Ich habe geguckt, ob man irgendwo die Position sehen kann, die er berechnet. Das sehe ich aber nirgendwo. Best, Eval, Defense, Time, Current, Move, Positions. 59.224, er hat 77.000.
116.000, also das schwankt halt sehr stark. Turm B1. Ja, Läufer C3, ich weiß nicht. Und dann auf Turm B2, Läufer B2. Das kann es aber nicht so sein. Dame A3 wird wahrscheinlich der einzige Zug sein. Oder ja, gut, Dame C2 geht ja auch. Ja, die Preise waren natürlich unterschiedlich. Das ist der Task R30 war damals, was war das, 3000 Mark hat er gekostet. Und das System kostet natürlich schlanke, in Anführungszeichen, was hat er neu gekostet? 750 Euro? Wären man wegen 1500 Mark gewesen. Also trotzdem etwas weniger. Was ich übrigens sehr nett, sehr schön finde, ist dieser Pfeil hier oben drauf. Beim Kabel. Das kann ich sogar ohne Brille kann ich das sogar erkennen, mit dem richtig rum reinstecken. Das normalerweise geht in diesem Belang dann, also das Display von dem The King Element kann ich ohne Brille gar nicht lesen. Das geht gar nicht und das von ihm schon mal gar nicht. Also lesetechnisch ist es schwierig. Das heißt also, Lippo, niemals die Brille vergessen. Ja, wo will die Dame jetzt hin? Turm C1 übrigens, by the way. Lippo schläft. Meine Güte, der Schlafwagen trifft in wenigen Minuten ein. Es beginnt wieder die schönste Jahreszeit. Nicht mal so schweinewarm jeden Tag, damit C1 schlägt. Das macht das doch. Ach, Turm B1 oder was? Turm B2, was will er jetzt hier? Move Turm B1. Das ist aber blöd hier. Wo ist die Dame? Dame C2 bitte. Turm, ist das jetzt Turm C1? Also die LEDs sind... Ich mag die LEDs von ihm auf jeden Fall besser, auf jeden Fall lieber. Man kann ja beim Exklusiv Genius kann man die ja in der Intensität verstellen. Ach, vielleicht auch den Bauern. Auf D4. Jetzt kommt bestimmt Läufer D4 schlägt. Bei dem, was du kriegen kannst. Und gib nichts wieder her. Dann werden den Bauern auch noch kriegen. Auf jeden Fall wird es eine interessante Partie. Nicht so eine. Ja, so ein Positionsgeschiebe. Läufer B2. Ach, will den Läufer nicht geben, er will den Springer. Mit dem Springer nehmen. Move Läufer B5. Kann aber trotzdem Springer Schritt D4 machen. Nein, den König nicht. Läufer B5. Turm C8. Der will ihn gar nicht. Ah. Was wäre denn gekommen? Springer D4. Und dann Läufer D7, König D7? Was wäre denn dann gekommen? 32.000 Positionen hat er jetzt. 36.000, 41.000, 45.000, 50.000. Das ist natürlich die 80 MHz Version. Und Ene kann man ja wunderbar auch auf 80 MHz schalten. Das geht dann ja. Und dadurch, dass die Uhren ganz normal ablaufen, also nicht irgendwie beschleunigt oder sowas, weil dann würde er ja dann noch dann schneller rechnen, wenn das The King Element am Zug wäre. Wenn er meinetwegen doppelt beschleunigt wäre, dann würde er, während er am Zug ist, würde er quasi einen Vorteil haben. Durch die Beschleunigung. So. Minus 0,24. Schätze ich das Task 24. Plus 1,66, sagt der The King Element. Wo er die Dame gegeben hat. Aber die Dame steht auch mittelmäßig auf H3. Die hat ja gar keine richtigen Felder. Das kann er eventuell noch wunderbar die Türme. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Turm C2 aus? Also Schwarz steht auf jeden Fall aktiver. Er muss aber was draus machen. Turm C2. Da hatte ich kurz überlegt. Turm Springer E1. Jetzt Springer E1.
Ach, geht ja gar nicht. Dann kommt hier die Springergabel drin. Es droht hier Springerschach. König E1. Der König muss aus dem... aus der Festung raus. Und natürlich zugleich aus der Gabel. Der Turm C8. Turm C8. Dame G3. Move Dame G3. Ist ein bisschen kleines Display. Beleuchtet ist es auch nicht. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie das normale Gerät aussehen würde. Das ist ja nur quasi eine Miniatur davon. Also es ist... könnte mir vorstellen, dann müsste normalerweise doppelt so groß sein. 1:2 vielleicht das, die Größe hier. Könnte mir vorstellen, dass der sogar so groß war, das The King Element. Also im Task R40. Hat das Element eigentlich auch einen Namen irgendwie? Task Chess System. Was haben wir? Move H4. Okay. Wie könnte Weiß jetzt seine Figuren mobil machen? Ja genau, also erstmal Läufer A6, der Läufer muss erstmal da weg, der hinkt da und durch. Damit der Idee Läufer C1. Läufer schlägt Turm, schlägt Turm, schlägt Turm C1. Und die Dame hat natürlich immer noch sehr wenig Felder am Königsflügel. Die muss er mal irgendwie flott machen. Kannst ja beinahe zählen, die Felder, die nur hat. H5. Hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder hat die gerade mal. Ja, Springer E7, oder was soll man da machen? Springer F8, D7, B6, C4. Ich glaube, das ist ein bisschen zu heftig für die Computer. Habe ich eigentlich wieder, welche Bedenkzeit sie spielen? 10 Minuten für die ganze Partie. Schlanke Bedenkzeit für ein schlankes Video. G7, H6 oder was? Da muss es ja eigentlich sein. Naja, was will er sonst machen? Wenn die Dame sonst hier auftaucht, H4, dann F6. Das wird ein bisschen zerbröselt jetzt, aber plus 2,35 schätzt er sich hier schon ein. Während das Task R40-System sagt plus 0,01. Also er sieht das nicht ganz so dramatisch. Sehen wir der König D1. Plus 2,37, warum setzt er sich so stark im Plus ein? Läufer D3. Dame F4, F5. Läufer D3. Move Dame F4. Aber selbst wenn er nach H6 nimmt, ja gut, dann würde eventuell... Sekunde. Springer G5 drohen. Move Dame F6. Ja, du Läufer A6 schlägt. Dann droht das Matt auf G7. Springer F5. Ups. Plus. Also, da schätze ich immer nur ein Plus ein. Warum eigentlich? GF5. Plus 1,55. Plus 1,01. Was sagen Sie, kommt er auf den Boden nach Tatsachen zurück? 0,00. Das geht jetzt aber schnell. Der Springer fällt ja Gott sei Dank mit Schach. Die Drohung der Sache ist Läufer schlägt H6. Dann droht hier auf G7 das Matt. Das ist die Drohung, die eigentlich hier recht ungünstig ist. Jetzt vielleicht Läufer C1. Läufer C1 verhindert Läufer schlägt, oder Läufer C3 pinnt ihn sogar. Das muss aus dem Spiel genommen werden. Dieses Schlagen hier. Sobald er geschlagen werden würde, wäre eigentlich schon verloren. Move Läufer C3 schlägt. Ja, da droht er mit Schach zu fallen. Hm.
dachte erst den anderen Turm nehmen und dann eventuell drohen das Turmschach hier. König F1. Also hätte er B7 nicht nehmen können. Move FE6 schlägt. Ja, Turmschach. Turm C1 Schach, Turm nimmt, Turm nimmt. König D2, Turmschach. Das ist der Fall C1. Turmschach, ja, guten Morgen, Thomas. Mit Turm D1 Schach, aber das bringt ja alles nichts. Minus 5,31. Der ist in den letzten Zügen jetzt minus 9,1. Also von plus 2,35 auf minus 1,20. Das sieht nicht gut aus. Ach, er muss diesen Bauern decken. Wenn er jetzt wohl ja, den Bauern geschlagen hätte, Dame schlägt Schach, dann Turm auf die siebte Reihe. F7 schlägt. Also von den Engines her sind die gar nicht so aktuell. Das sind dann die klassischen Engines hier. Aber seien wir ehrlich, was hätten wir davon, wenn der Stockfisch wäre? Wenn er dann so ein. Wenn der Stockfisch wäre und der müsste so einen Gnadenschach auspacken, dann wäre eine Chance hier, ja, ich spiele meine Schrotteröffnung und jetzt gebe ich dem hier meine Figur. Ach, du hast mal Läufer auf F6 geschlagen, Läufer F6 schlägt. Egal, ich ziehe mal ihr Dame die 7. Habe ich auch schon gesehen. Das ist dann doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil so schwach spielt keiner. Du schlägst eine Figur von ihm. Und er schlägt nicht zurück. Läufer G6. Ich bin gespannt, wenn er ins Minus rutscht. Das sei hier 0,00. Ja, wahrscheinlich hat er Glück wegen dem das Turmschach König E2, dann Turmschach König F3. Das sind doch keine Dauerschachs oder so. Er sagt, jetzt sagt das Tags Chess-System R40 plus 1,93. Move Turm B2. Was soll ich jetzt machen? Turmschach? B6 deckt sich erstmal den Bauern ab. Plus 0,33, also das ist schwankt hier wirklich ganz schön stark. Jetzt schätze ich das Tags R40-System mit 2,12 plus ein. Und er sagt plus 0, the King-Element sagt plus 0,33. E7. Das wertungstechnisch ist ja wirklich ein Hin und Her. Plus 0,27. Das schwankt ja innerhalb von drei Zügen von plus 2,5 geht das dann in den Keller. Das Task F40-System hat übrigens links Zahlen und unten Buchstaben. Das hat er ja nicht. Dann haben wir aber hier F4, C5, E6, B4, F7, G1, C2, A6, dann B8 und B3. Das kann man alles blind, wenn man schon so lange Schach spielt, dann denkt man da nicht mal drüber nach. Über die Koordinaten. Dame E5. Deswegen habe ich da nicht weniger Probleme. Ich müsste das auch nicht irgendwie verunstalten, das Brett. Was ich auch schon gesehen habe. Mit, ich weiß nicht, so mit so exklusiv oder was. Dann waren hier am Rand, waren da mit einem Filzstift, mit einem schwarzen Filzstift die Buchstaben und Zahlen drauf gemalt. Also das ist wirklich eine primitive Art und Weise, das zu machen. Mit D5 schlägt Schach. Wahrscheinlich wird er gleich wieder rumschwanken hier mit seiner Bewertung. Plus 0,46, ja, das ist wirklich alles dabei hier bei der Bewertung. Mich würde nicht mal wundern, wenn er erst plus 0,37 zeigt und 8 Züge später sagt er, das macht gegen sich an. Aber ich glaube, man muss das auch rechnen. Die beiden Türme sind gegen die Dame und der Läufer gegen den Turm. So muss man das, glaube ich, sehen. In dem Sinne, ja, weiß natürlich nur die Qualität mehr. Move Turm B3. Ja, kann er nicht schlagen wegen
Turm E6. Man könnte ja theoretisch schon. Gibt es einen Darmschach? Move Dame E5 Schach. Würde sagen, dazwischen ziehen mit dem Turm. Turm E6. Dann kommt wohl auf G7 das nächste Schachgebot. Move Dame G7 Schach. Vermutlich wird dieses Video wieder unerwartet lang werden hier. Dann wohl Dame A7 schlägt. Wir dachten, Lippos 10 plus 10 Minuten ist 20 Minuten. 10 plus Lippos lahmarschige Bedienung plus 10 Minuten ergibt natürlich 45 Minuten. Was kann dir den A-Bauern mit Schach wegnehmen? Nehmen, was du kriegen kannst. Das könnte sich an dem Remis nähern jetzt hier. Turm A2 schlägt. Jedenfalls eine sehr offensiv gespielte Partie. Also nicht so nach dem Motto des Sicherheitsbunkerns. Ich frage mich, ob sie King mal Weltmeister war. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war, wo Schröder Weltmeister war. Da hat sie King, glaube ich, gegen Richard Lane gewonnen. Aber Weltmeister wüsste ich gar nicht. Na gut, das verkauft sie ja bis heute noch. Tunksieder. Ich glaube, der brauchte gar keinen Weltmeistertitel. Ich glaube, der ist auch beliebter als der Chess Genius exklusiv. Weil dieses Sicherheitsmauerschach, das bringt eigentlich nichts mehr. Weil das Problem ist, die spielen ja taktisch gut genug, dass das Genius eigentlich sich blöd wartet auf die Fehler des Gegners. Das bringt einfach nichts. Auf Fehler warten und damit die Partie gewinnen, das bringt ja nur was, wenn der Gegner die Fehler macht. Ansonsten komme ich über den Remis ja nicht hinaus. Wenn ich gar nichts riskiere, ist das Turm E3. Ich will einfach einen Turmschach geben. Schach gesehen, Schach gegeben. König D3, dann nach Läuferschach geht auch. König D2. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die weiterhin das grüne Filz haben. Wie die Mephistos. Dann passt auch am besten. Bei weißem Pilz wäre das Blöde ja, dass das irgendwie drunter her schimmern würde. Fe3 schlägt. Check. Plus 2,01. Er sagt 0,06. Ah, da sieht man, wie die auseinandergehen an der Bewertung. Das ist ja beides der King. H6, H5. E4. Ich dachte, der Dame G7 Schach oder sowas, sich die Bauern abkassieren. Ja, was will Schwarz jetzt machen? Das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung aus, das heißt, King Element schätze ich im Minus ein. Und jetzt hat Task Chess System 2 plus 3,11, sagt er schon. Und er sagt nur minus 0,30. Das ist interessant, weil das doch eigentlich, könnte man ja meinen, das ist beides der King. Vielleicht ist das doch eine aktuellere Version hier. Ich weiß nicht, ob die noch an dem Programm arbeiten, die Programmierer. Ob der Johann de Konig noch was an dem Programm macht. Oder Richard Lane. Bei dem natürlich Genius exklusiv. König D4. König C4? Dame C5. Ach, what the heck, ich muss meinen Zug zurücknehmen.
Das ist da gefolgt. Meine Güte, was ist denn los hier? Läufer C4. Damit C6 Schach. Das will ich nicht gut zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das dauert nicht mal lange, dann gibt er auf. Schätze ich mal, rate ich mal. Oder Dame E6 Schach und dann E5. D6 Schach. Lippo, die neuesten News auf deinem Smartphone. Gucke, staune. König F7. Ich glaube, es fängt dann die große Regenzeit an, wo ich des Öfteren durch den Regen fahren muss, obwohl ich habe eigentlich recht gute Regensachen. Da komme ich jetzt nicht so wahnsinnig durchnässt. Ich habe eine Regenhose, eine Regenjacke. Dann die Kapuze, die trage ich unterm Helm, damit die nicht so wegweht andauernd. Minus 0,48 sagt aber nur ein. Da find ich, ja, das Witzige ist, das Task R40-System sagt plus 7,37 und das King-Element sagt minus 0,48. Da sagt sie, ist alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. König G6. D7. Ein Schach. Ein Schach ist immer gut. König D4 macht er sogar. König E5. Aber es geht auch ins Minus hier rein. Minus 5,89 plus. Wäre natürlich der Hammer. Wenn der eine sagen würde plus 7 und der andere sagt von sich selbst plus 5. So, jetzt ist es Zeit für die Ersatzdame. Zack. Weil ich kann mir nicht einfach eine Dame nehmen. So, und jetzt könnte man, glaube ich, so allmählich zum User-Anstalt übergehen. Fällt er auch hier? Interessant. Ja, ein Bauern hat er noch, aber wie willst du das Remis machen? Mann, selbst eine Endspieldatenbank würde das nicht Remis machen. Hier würde höchstens die Gewinnzüge des Gegners anzeigen. Vielleicht kann er sogar matt setzen. Aber es gibt ja schon den Läufer, weil es wahrscheinlich sonst matt gewesen wäre. König nimmt. So, König G8. Wieso zeigt der kein Matt an hier? Matt in 3. König G8. Dame Schach. Aber König F6 oder so. Ich habe mir gar nicht König 8 gemacht, ich bin wirklich nicht mehr ganz wach. So, B4. Knall G7, Matt. Das ist interessant. Meine Güte. Das Task R40-Element gewinnt mit doppelter Beschleunigung 80 MHz, aber das kann in der nächsten Partie auch wieder andersrum sein. War trotzdem interessant. Das hat man eben das Gefühl, man hat hier noch einen Task R40, nur dass man mit 300 MHz takten kann. Und selbst die 80 MHz waren ja Utopie damals, das ist ja nur Emulator beschleunigt. Das heißt, das Normalsystem hat ja 40 MHz. Und der Task R30, der hatte 30 MHz. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.